Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends News Update. 4 interessante Sachen habe ich heute für euch. Einige davon sind auf Twitter oder Reddit aufgetaucht. Das habe ich heute mal zusammengefasst. Einmal geht es um neue Maps. Mehrzahl, ganz wichtig, echt interessante Geschichte. Um das goldene Knockdown-Schild soll es gleich gehen. Dann ist auf Reddit ein Video aufgetaucht, wie jemand sich ein Phoenix-Kit reinhaut. Und da ist ein kleiner Fehler im Spiel. Das Video zeige ich euch gleich. Das gibt Aufschluss daraus, dass man größere Items wie ein Phoenix-Kit, eine Schildbatterie oder ein Medikit bald zerlegen kann in kleinere Sachen. Das ist eine Vermutung, sehr interessant. Und mit der Mastiff ist etwas passiert, wer das in den letzten Videos von mir nicht mitbekommen hat. Das greife ich nochmal ganz kurz auf, ist eine ganz kurze Information. Das soll es soweit gewesen sein. Viel Spaß jetzt mit den Informationen. Vorab schon mal einen Daumen nach oben da lassen, Abo, wenn ihr neu seid, wenn ihr rund um Apex Legends nichts verpassen wollt. Viel Spaß jetzt mit den Infos. In Vancouver soll ein neues Respawn-Studio entstehen. Warum erzähle ich euch das? Ganz einfach, für genau dieses Studio in Vancouver gibt es eine Stellenanzeige, könnte man so nennen. Ich zeige euch diese mal und warum das, was das mit den Maps zu tun hat, kläre ich natürlich jetzt auf. Hier steht es nämlich ganz oben, Apex Legends Level Designer für den Standort Vancouver gesucht. Ich mache das Stellengesuch mal wieder weg. Das gibt es nämlich auch auf Twitter. Auf einer bestimmten Apex News Seite wurde dieses Stellengesuch aufgegriffen und da wurden einige Abschnitte etwas markiert. Und zwar gleich der erste Satz: kreiere eine eigene große skalierte Multiplayer Map. Sagt schon mal einiges. Und der vorvorletzte Abschnitt, da steht grob übersetzt, helfe den Kreativen dabei, die Visionen zu realisieren, Spieler in neue Welten, Welten, Mehrzahl, denn Worlds steht hier mit einem S, zu führen. Und das kann man eigentlich nicht falsch verstehen, würde ich sagen. Natürlich können wir davon ausgehen, dass das alles noch eine Weile dauert, weil A, weiß ich noch nicht, ob das Studio in Vancouver schon fertig ist. Die Information zu diesem neuen Studio habe ich vor 3-4 Wochen erstmalig gehört, denke ich, wird noch eine Weile dauern. Vor einigen Videos habe ich über 12 zukünftige Legenden gesprochen. Wenn die alle so kommen im 3-Monats-Rhythmus, je nach Season, können wir davon ausgehen, dass wir noch locker 3,5 Jahre neuen Stuff von Apex Legends betrachten werden können. Also passt das auf jeden Fall, dass wir in den nächsten 3,5 Jahren vielleicht 1, 2, 3 neue Maps noch bekommen. Ich gehe aber ganz ehrlich davon aus, dass wir dieses Jahr keine dritte Map bekommen, sondern vielleicht erst Anfang nächsten Jahres. Das ist so auf jeden Fall meine Vermutung. Es macht auf jeden Fall Bock auf mehr. Ich bin gespannt, was in Zukunft in Apex Legends noch auf uns zukommt. Jetzt kommen wir zum goldenen Knockdown-Schild. Das goldene Knockdown-Schild wird überarbeitet, auf Twitter gefunden. Ich blende euch diesen Artikel einfach mal ein. Hier wird bestätigt, dass demnächst schon diese neue Änderung im Spiel sein wird. Was genau, wann genau, steht nicht fest. Hier scheint es aber so zu sein, dass es in Season 5 passiert. Ich gehe von Split 2 aus. Ich habe mir vor dem Video noch nicht wirklich Gedanken gemacht, was die neue Änderung sein könnte. Schreibt doch einfach mal in die Kommentare, was ihr euch vorstellen könntet. Meiner Meinung nach das Einzige, was für mich logisch sein könnte, wenn man es schafft in dieser Zeit, weil der Self-Revive dauert echt mega lange, dass man vielleicht dafür belohnt wird, A, wieder zu leben, dass man vielleicht ein bisschen mehr Gesundheit und vielleicht 1, 2 Schilder schon aufgeladen hat und nicht gleich wieder runtergeballert werden kann, wenn man es denn geschafft hat, sich wieder zu beleben. Das war's zum goldenen Knockdown-Schild. Jetzt zu einer Änderung, die bald kommen könnte, über die ich schon mal vor vielen Monaten gesprochen habe, als Änderungswunsch, was ich mir vorstellen könnte, was mal kommen soll. Klingt alles ein bisschen merkwürdig. Ich zeige euch einfach erstmal das Bild, was ist auf Reddit überhaupt aufgetaucht. Und zwar dieses schöne Bild hat ein Nutzer gepostet, beziehungsweise das ist ein Video. Da zieht sich jemand gerade ein Phoenix-Kit rein und in Textform steht da normalerweise Phoenix-Kit, Aufladezeit 10 Sekunden. Und jetzt steht hier aber nicht 10 Sekunden, sondern 3 Sekunden. Und statt Phoenix-Kit steht da Consumable Proto. Also Verbrauchsgegenstand, Prototyp, wahrscheinlich Textplatzhalter. Ich gehe davon aus, dass es ein richtig fetter Fehler ist für etwas, was bald kommen soll, was da aus Versehen eingeblendet wurde. Ich zeige euch jetzt mal das Video, was da genau passiert und danach meine Interpretation, was ich denke, was das bald sein soll oder könnte. Also hier knallt er sich jetzt das Teil rein
Das dauert gerade mal 3 Sekunden und jetzt haut er sich das tatsächliche Phoenix Kid rein. Also hier ist irgendwo ein Fehler im Spiel, den man aber nicht nochmal provozieren konnte. Der Bug wird schon wieder aus dem Spiel geflogen sein. Was genau denke ich, was das sein soll? Dass man Verbrauchsgegenstände umwandeln kann in die nächst kleinere Variante. Hier denke ich zum Beispiel, dass man das Phoenix Kit innerhalb von 3 Sekunden umwandeln kann in ein Medikit und vielleicht sogar eine Schildbatterie. Oder vielleicht kann man sogar die Schildbatterie in Schildzellen umwandeln und das Medikit in Spritzen. Das ist so meine Vermutung dahinter, was hinter diesem Video steckt, hinter diesem Fehler, den dieser Nutzer da irgendwie zufällig entdeckt hat. Meine Vermutung, haut gerne auch hier mal in die Kommentare, was ihr denkt, was dieser Fehler sein könnte. Ich glaube nicht, dass es ein Bug war, weil ein Fehler und dann steht einmal irgendein Text da und auch die Verbrauchszeit 3 Sekunden statt 10 Sekunden. Das ist ein ziemlich abgefahrener Zufall. Deswegen glaube ich nicht, dass da nicht irgendwas im Hintergrund passieren soll irgendwann. Das dazu. Jetzt reiße ich noch mal ganz kurz die Mastiff an für alle, die es nicht mitbekommen haben. Die Mastiff Drop Rate wurde verringert. Ihr könnt die Mastiff jetzt nicht mehr ganz so häufig finden. Eine Änderung, die ich sehr, sehr begrüße. Auch wenn ich die Mastiff sehr, sehr gerne spiele, hat man sie doch zu oft gefunden. Das soll es von allen Informationen jetzt schon wieder gewesen sein. Lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da, ein Abo, wenn ihr neu seid, wenn ihr rund um Apex nichts verpassen wollt. Das war's von mir. Bis zum nächsten Mal. Ciao.